Was tun Sie im Moment für sich? Was tun Sie für Ihre Gesundheit? Wie leben Sie? Zur Gesundheit, das, ich glaube sehr viel an die Psyche, wie man denkt. Es hängt davon ab, dass man glaubt, es wird besser, ich komme wieder zurück. Natürlich, dazu sind mehrere Komponenten, wie ob man findet neue gute Lieder. Etwas muss man anbieten. Angebot, Nachfrage. Erst muss man etwas anbieten. Und das muss ich auch, damit muss ich selber zufrieden sein, damit ich glaubwürdig wirke. Was hilft Ihnen in dieser auch schwierigen Zeit? Was lässt Sie nach vorne gucken? Was hilft Ihnen? Wer hilft Ihnen? Wer unterstützt Sie? Also ich habe sehr viel Unterstützung in der Familie. Meine Frau hat sich wahnsinnig gewidmet zu meiner Pflege, weil sie meine Krankenschwester war. Sie kennt sich aus und wirklich hat rund um die Uhr sich gekümmert. Rund, auch nachts, weil das war wirklich schwierig. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für sich? Was möchten Sie vielleicht unbedingt noch einmal machen? Dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Das Gefühl, Interesse, dass die Leute zu mir kommen mit Mikrofon und Kamera, das ist für mich alles wichtig. Ja. Wenn Sie zurückblicken, was war so der schönste Moment Ihrer Karriere? Kann man das? Ah, das ist lange, lang zu erzählen. Ich habe Glück gehabt an die Menschen um mich und an die Zeit. Die Zeit kommt vielleicht nicht wieder. Ja, und das ist die Zeit war wichtig für einen Start, dass man zum Beispiel in Deutschland Interesse hatte, was machen die drüben? Diese drüben war damals das Wort. Was machen die? Ja, und heute ist das, gehen die Grenze rüber und man sagt nicht herzlich willkommen, weil das ist selbstverständlich. Wir haben keine Grenze im Moment. Vielleicht, hoffentlich bleibt das so. Aber die Interesse ist nicht so, wie es früher war. Logisch. Wer interessiert sich, wer singt heute in Prag? Ja? Aber damals war das man war neugierig. Dann vielen Dank. Ja, bitte, gerne.